Professor Alexander Merck und ich studierte an der Konstanz-Universität in Südwestdeutschland. Also mein Fach ist Biomedizin und mein spezifischer Projekt ist über Protein-Phosphatase. Und dieser spezifische Protein-Phosphatase heißt HPPM1F POPEX2. Also als eine Zusammenfassung, dieses Projekt war eine experimentelle Forschung. Also wir wissen nichts über diese Protein-Phosphatase und nur die Hintergrund. Also es gab zwei große Teile, also eine bioinformatische Teil und eine Laborarbeitsteil mit anderen Zielen. Also als einer Hintergrund, Phosphatasen funktionieren als Zellaktivitätsregulatoren. Also entfernt alle die Phosphatasen aus anderen Molekülen und es beeinflusst Prozesse wie Stoffwechsel, wie Signalrücksetzung, wie das Transkription und auch die Aktivierung von T-Zellen. Also meine spezifische Protein-Phosphatase funktioniert nur als das Krebszellentwicklung, also es beeinflusst das Zellinvisibilität und auch die Zellmobilität. Also es hat einen sehr spezifischen Mechanismus, den wir noch nicht wissen. Also es ist etwas von einem Ziel von diesem Projekt. Also als eine Bedingung für das Computerarbeit, man fügt die Dateien ein und bekommt Resultate, die als verschiedene Bilder sind und auch Informationen wie Homologe und auch andere Protein-Informationen. Also an der ersten Schritt bekommt man das ganze Code von das Polypeptid und dieser Polypeptid zuerst kommt als individuelle Aminosäure und man muss alles verwechseln, um als eine einfache Form zu bekommen. Also mit dieser Information fügt man diese Polypeptid-Sequenz in einem Sekundärstrukturprädiktorprogramm. Also diese Programme benutzen Algorithmen, um eine echte Figur zu prädiktieren. Also es ist nicht sehr echt, aber es ist doch eine Idee vor das andere Schritten in das physische Teil. Also hier ist ein Beispiel. Also es gibt Teile, die etwas von Coils, Helices oder Beta-Blättern sind und es gibt individuelle Sektionen, die eine Idee gehabt. Also, es gibt auch dreidimensionale Prädiktorprogramme. Also es ist das gleiche Prozess, aber man bekommt eine dreidimensionale Figur anstatt. Und hier ist ein gutes Beispiel von einer dieser dreidimensionalen Figuren. Hier gibt es nicht das echte Programm, also normalerweise hat es eine ganz komplizierte Form und was. Und hier können Sie sehen auch, dass die Liganden und andere kleine Teile von das Protein-Phosphatase. Also mit diesen Detektorprogrammen gibt es Informationen auch über Homologe, die ähnliche Strukturen haben. Also von dieser Form kann man alles von Liganden oder Phosphaten oder auch Informationen über Kristallisierung versammeln durch Protein-Datenbanken. Also man fügt diese Homologe-Code ein und bekommt Artikel, die alle diese Konzepte beschreiben. Also es ist etwas von einer Schicht von Analysierung und Planung und es gibt eine Idee von dieser Protein-Phosphatase und was wir sollten machen in die späteren Schritten. Also hier ist eine Gliederung von das Laborarbeit. Das Laborarbeit funktioniert mit Extrahierung, Replizierung, Transformation, Wachstum,
Ausdrückung und auch Kristallisierung. Also hier ist eine all die Bilder, aber ich werde es mehr beschreiben in den nächsten Schritt. Also man beginnt mit der Extrahierung des genetischen Materials aus einer biologischen Quelle. Also man extrahiert die Plasmide aus anderen Bakterien und macht einen ganzen Prozess von PCR-Replikation. Dieser Prozess produziert mehr von diesem genetischen Material und man fügt dieses genetische Material in andere Bakterien, die einen sehr spezifischen Zelltyp haben, die nützlich für unser Projekt ist. Also nach der Transformation der ersten Generation von Bakterien, man wächst auch alles auf einem TSC-Blatt. Also diese Platten haben Antibiotika, die alle die Zellen, die wir brauchen, nicht sterben. Also nur die Zellen, die unser Plasmide akzeptiert haben, können in dieser TSC-Platt überleben. Also alles andere wäre tot. Also nach diesem Prozess isoliert man alle die Bakterien, die überlebt haben. Und diese Bakterien hat man das Material für eine zweite Generation. Also man macht eine zweite Prozess von Zelltransformierung und macht eine zweite Generation von Bakterienzellen. Also man macht auch einen anderen Prozess von Wachstum, wo man diese neuen Zellen in einem Medium von LB oder TB aufgewachsen. Also wenn dieses Wachstum erreicht einen spezifischen Wert von Opazität, die durch Spektrophotometrie messen ist, dann man fügt IPTG und das ist ein Chemikal, die das Ausdrücken der Proteine und andere Zellprodukte wie Proteinphosphatase erreicht. Und so durch diesen Prozess bekommt man alle die Proteinphosphatase, die wir nutzen werden. Also nach diesem Prozess man benutzt eine Zentrifuge und trennt alle die Zellkomponenten ein und man hat dann die physische Zellkomponenten und auch die Zellprodukte. Und so man macht diesen Prozess nochmal, um nur die Zellkomponenten zu getrennen. Also nach diesem Prozess ist das Reinigung, wo man von all diesen Zellkomponenten nur die Proteinphosphatase trennen. Und man macht das durch Aktermaschine und auch Chromatographie und andere Methoden. Also nach der Reinigung fängt man das Prozess von Kristallisierung. Also das Ziel der Kristallisierung ist, Solventen und Stoffschlüssel zu benutzen, um Kristallstrukturen zu machen aus diesen Proteinphosphatasen. Also diese Strukturen sind nützlich, weil man kann alle die physiologische Information und die spezifischen Strukturen und andere Informationen von diesen Kristallen finden. Also das ganze Prozess hat diese Resultate produziert. Also durch das Computerarbeit habe ich Informationen über die Phosphaten und Kofaktoren und Liganden versammelt. Und ich habe auch die Strukturen und Acrylamidgel-Informationen versammelt, auch, die das Fortschritt des Projekts markiert und die auch eine Idee von diesen Strukturen benutzt. Also ich habe gefunden, dass das Manganion und Magnesiumion sind nützlich. Ich habe auch gefunden, dass Ethyl Mercurial Salicylate, Selenomethionin, Nativ 1-2, EDTA und AB1 sind nützliche Phosphaten, die diesem Prozess hilft. Und ich habe auch gefunden, dass diese spezifische Proteinphosphatase hat schlechte Ausdrückung und Reinigung und so. Es ist ein Prozess. Also
Von all dieser Information habe ich das Basel gegründet für weitere Forschung. Und es gibt jetzt eine Idee von dieser Protophosphatase und wie es funktionieren können in Krebszellen. Also das ist unser Hauptziel, ist mehr Informationen über Krebszellen zu finden. Also hier sind alle meine Zitate für mein Projekt. Und wenn es gibt Fragen, kann ich etwas antworten. Thank you.